Was geht, meine Homies, und herzlich willkommen zurück zu Doom. So, wir sind jetzt hier gerade noch in den Aufzug gestiegen und dann habe ich auch schon die Folge beendet. Ich würde einfach sagen, wir fahren sofort weiter. Dass wir auch hier nicht allzu viel verpassen. Generell bin ich echt positiv überrascht von dem Spiel. Ich habe gedacht, es wäre echt nur einfach nur auf Splatter ausgelegt, aber die Shooter-Mechaniken und alles sind auch mega gut. Oh, nice. Exklusivschuss, aufgeladene Salve. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob wir vielleicht abbrechen. Ich will lieber eine Verbesserung kaufen. Geht das überhaupt, Leute? Oder muss ich mir jetzt das andere kaufen? Ja, okay, Leute. Aufgeladene Salve. Wenn er jetzt drei Schuss auf einmal verwendet, dann... Okay, jetzt können wir mit R zwischen den Mods wechseln. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und wir haben die gelbe Schlüsselkarte. Nice. Wenn ich sie auch nicht aufnehmen kann gerade, doch. Wie die Typen aussehen. Ja, fuck. Ich habe mich gerade auch noch voll auf das Viech drauf konzentriert, so nach dem Motto, boah, sieht das krass aus. Grafik und alles mega geil. Und dann steht das Viech einfach auf. Also, ich weiß nicht, Leute. Vielleicht mache ich auch demnächst einen Aufnahmestopp und zock erst wieder so, ja, zu späterer Stunde weiter. Oh mein Gott, das wollte ich nicht machen. Moment mal. Ladet der jetzt jedes Mal? Ach so, stimmt, wir müssen hier gar nicht nachladen. Stimmt, Leute. Und spielst du dann erst zu einer, naja, ich würde sagen, späteren Stunde weiter, weil, keine Ahnung, Leute, wenn es echt so ein bisschen auf Horror ausgelegt ist, will ich das natürlich auch so ein bisschen als Horrorspiel empfinden. Und nicht einfach nur als Draufgeballer. Wobei, mir ist halt noch das Problem, als, ich würde es mal sagen, Anfänger, wenn es ein bisschen später wird, bin ich halt auch mega viel ruhiger, weil ich einfach selber ein bisschen müde bin. Und wir haben eine neue Waffe, nice. Und ich würde mal sagen, das ist ein LMG, oder? Okay, ein schweres Sturmgewehr. Ich glaube, das wird ein LMG sein. Auch wenn ich das jetzt normalerweise nicht machen würde, Leute, ich muss mal kurz in den Einstellungen gucken, ob es wirklich keine Taste fürs richtige Zielen gibt. Also, weil bisher können wir ja nur so... Gott. Bisher können wir ja nur, Waffenmod, Nahkampf, Waffe, nächste Waffe, vorherige Waffe, Waffenmod. Egal, Leute, ich glaube, das gibt's nicht. Irgendwas zum Zielen. Aber was ist das denn? Halt die Kuh gedrückt um das Waffenrad. Okay, nice. Finde ich auf jeden Fall richtig nice, dass es ein Waffenrad gibt. Und was ist das, bitteschön? Heilstation, okay. Und das wird volle Rüstung sein? Okay, cool. Ich glaube, jetzt erwarten uns richtig groß viele Gegner. Öffne die Luftschleuse. Die wird sein, oder? Ja, okay. Und jetzt wird die hier aufgehen. Und hunderte Gegner werden rauskommen. Okay, nee, aber ein paar. Oh mein Gott, Leute. Die hört sich allein schon richtig nice an. So, Leute, sorry, ich war kurz weg. Jetzt bin ich aber wieder da. Es hat an die Tür geklingelt und da musste ich jetzt einfach kurz hingehen. Das kommt ein bisschen asozial, wenn man nicht an die Tür geht. Aber die Waffe, Leute, die gefällt mir richtig gut. Auch wenn man mit der doch relativ wenig Munition hat, wie mir gerade auffällt. Aber dafür, dass man einfach auf Long Range gehen kann, ist auch relativ gut sogar. Weil die doch relativ genau ist, würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott, aber... Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen hinten rum. Und wie viel Schuss hat es uns gerade gekostet? Wirklich drei Stück, oder Leute? Das wäre ein bisschen krass. Oh Gott, was ist das denn? Verstärkte Effektivität. Läuft. Läuft, Leute. Was geht jetzt ab? Ich will Gegner. Scheiße. Ja, ist das hier gerade krass, Leute. Diese Börse kommt. Ach du Scheiße.
Auf jeden Fall, den holen wir uns noch, Leute. Den holen wir uns noch. Nein. Geh hoch. Shit. Okay. Aber auf jeden Fall richtig geil. Diese Berserker-Mod. Hätte mich jetzt gewundert, wenn der jetzt nicht mehr geil gewesen wäre, muss ich aber auch zugeben. Oh shit, 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 shit. Nicht wirklich, oder? Das gibt's nicht, ey. Das ist teilweise aber auch kurz schwer, wenn man sich nicht konzentriert. Sorry, Leute, ich war gerade so halb weg. Ich bin ja plötzlich wiedergekommen, von daher tut's mir gerade leid. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal verreck, dann stelle ich echt die Schwierigkeit runter, auch wenn es vielleicht ein bisschen pussymäßig kommt, aber ich will echt nicht so oft verrecken im Let's Play. Gut, die meisten Let's Player juckt es nicht, wenn sie öfters mal verrecken, aber mich juckt das irgendwie schon, weil ich finde das irgendwie dämlich, wenn man dann so oft verreckt. Und wir gehen mal mit der auch ein bisschen mehr in Nahkampf. Und ein bisschen mehr Entdeckung, aber die haben auch mega Aim, die Typen. Wir spielen hier auf Normal, Leute. Nicht irgendwie auf Schwer oder so. Gut, ich weiß nicht, wie das vom generellen Schwierigkeitsgrad her ist, Doom. Von daher kann das auch schon generell relativ schwer sein. Wobei, wir haben auch gerade echt wenig von diesen Special Moves gemacht. Von diesen Glory Kills. Von daher wird es auch daran ein bisschen gelegen haben, dass wir plötzlich kein Leben mehr hatten. Aber jetzt haben wir gerade keine Gegner. Und die können wir durch das Schild durchschlagen. Ist ja richtig nice. Wo ist der andere? Okay, nice. Man muss sich selbst im Berserker-Mod noch voll konzentrieren, weil die echt mega schnell sind. Fuck. Der Typ da oben nervt auch ein bisschen, aber den ignorieren wir jetzt einfach. Oh Gott. Okay. Doch keine so gute Idee mit dem ignorieren. Aber shit, Mann. Ich komme immer auf die falsche Taste. Oh, ich hasse es, wenn ich mitten im Game plötzlich weg muss. Weil dann ist meistens alles wieder weg. An Skill und so. Ist schon halt wie bei einer neuen Aufnahme, aber ich kann jetzt gerade nichts anderes machen. Sorry Leute, auf jeden Fall nochmal. Aber ich konnte eigentlich eh nichts dafür, von daher. Egal Leute. Läuft ja hier schon wieder besser. Auch wenn ich mich jetzt gerade wieder ein bisschen konzentrieren muss. Nee, aber ich glaube, ich muss mich einfach generell mehr konzentrieren, dann haben wir hier auch weniger Probleme. So generell vom Gameplay her. Weil so ist ja echt gut machbar. Man darf nur nicht so mega reinwaschen. Gönnt euch mal die Typen, Leute. Sie jucken die Headshots nicht mal wirklich. Und ich habe jetzt auch leider keinen Plan, wie lange ich hier gerade schon aufnehme. Ich schätze mal so 7 Minuten ungefähr, von daher würde ich einfach sagen, wir spielen noch so 10, 15 Minuten. Auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen Überlänge hat, ist ja dann relativ egal eigentlich. Besser Überlänge als viel zu kurz, finde ich. Dadurch, dass ich ja eh nur einen Upload täglich mache. Geht es schon dann mal klar, wenn ich ein bisschen längeres Video mal mache. Ich habe den Zugriff auf den Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Okay. Der Typ, ich traue dem irgendwie nicht. Einerseits will er wohl, dass wir ihm helfen, aber andererseits blockiert er alles, was wir machen wollen. Und ich habe da gerade eben einen Gegner runterspringen gesehen. Ich hoffe jetzt mal, es war kein irgendwie ein Special-Gegner oder sowas. Aber können wir mit dem Ding fahren? Okay, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Okay, aber auf jeden Fall sind wieder normale Gegner da. What the fuck? Was war das denn gerade, Leute? Wo sind denn die alle? Da oben ist einer, okay. Also die Waffe, die ist echt stark. Okay, wir haben noch keine Mods für die Waffe, schade. Aber so im Verhältnis, ich finde die Waffe um einiges stärker als die Schrotflinte und auch um einiges stärker als die Pistole, finde ich jetzt.
weil sie hat Dauerfeuer und die macht bei Headshots fast genauso viel Schaden wie die Schrotflinte, von daher. Gott, wir sind hier schon richtig, oder Leute? Schaffen wir den Sprung? Oh, krass. Fuck. Das sieht nämlich ziemlich knapp aus. Aber ich kann mir gerade auch keinen anderen Weg vorstellen. Oh mein Gott. Nein! Aufprallschutz? Scheiße. Wo müssen wir nochmal neu anfangen, Leute? Oh shit, Leute. Das gibt's nicht, ey. Okay, ich glaube, ich schneide einfach kurz die Death-Scenes zusammen in dem Part. Das kann nicht sein gerade. So gute Angriffsfläche haben. Ja, aber so regelt man das natürlich hier Doom-Style. Einfach nur draufballern. Und wir haben ihn, okay. Gut. Ganz so schwer war es jetzt doch nicht. Aber Leute, falls ich es jetzt zusammenschneide, ab jetzt geht es wieder normal weiter. Weil ich habe jetzt doch ein, zwei pro Versuche gebraucht, hier reinzukommen. Auch wenn es hier wahrscheinlich gar nicht reingeht, doch. Okay. Die Typen finde ich so langsam echt angenehm schwach. Auf Master sind die aber alle richtig stark schwer. Und? Wir haben es geklärt, oder? Aber einen Gegner habe ich da noch irgendwo gesehen. Aber hören tue ich jetzt mal keinen mehr. Von daher könnte es auch schon vorbei sein. Nice. Monster, besserer Wachmann. Okay, den gucken wir uns mal an. Ein besserer Wachmann wird versuchen, einen optimalen Abstand zu seinem Ziel zu halten. Nähert sich ein Ziel zu sehr, führt der Wachmann einen mächtigen Hieb mit seinem Schild durch, um sich dann auf seine bevorzugte Kampfdistanz zurückzuziehen. Besessene Wachleute wurden bisher nur mit der DS-Schrotflinte und einem Schild gesichtet, was nahelegt, dass es sich um Mitglieder der Spezialeinheit UAK Neo Phalax handelt. Die Neox Phalax wird ausschließlich zum Schutz abgelegener UAK-Kolonien eingesetzt. Okay, Leute, ich glaube, dass wir die eher auf Range besiegen müssen, dadurch, dass die eine Schrotflinte dabei haben. Und sonst eigentlich fast nichts. Ja gut, noch dieses Schild, aber ich glaube, auf Range können die nicht so viel machen. Aktivierung erforderlich. Yay. Können wir die hier aktivieren? Ja, perfekt. Och, du Scheiße. Was sind das für asoziale Spawnpunkte von denen? Nice. So kann man die natürlich auch verarschen. Geht zu. Okay, der wäre jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, mit dem Headshot zu killen. Besonders mit dem aufgeladenen. Aber der hat es schon ziemlich gut verdient. Und wir haben wieder einen anderen getroffen.
Aber da waschen wir jetzt einfach kurz durch. Und es kommt ein Wachmann. Okay, Leute, jetzt können wir mal unsere Taktik ausprobieren. Ein bisschen auf Range zu spielen. Okay, aber so wirklich funktionieren tut es hier nicht. Fuck, Leute. Das gibt's nicht. Ich komme nicht so wirklich mit denen klar. Wie kann man eigentlich... Okay, musste jetzt einfach so sein. Auf Range sind die mir nicht so ganz geheuer. Weil die Schrotflinte macht doch schon ein bisschen Schaden. Auch jetzt eher auf Short Range. Und wir haben wieder so einen geilen... So eine geile Anzugverbesserung gefunden. Rhetorenmarke. Und Munition, aber sonst können wir hier oben, glaube ich, nichts machen, oder? Nee. Tut mir leid, Leute, wenn es jetzt gerade ein bisschen eine Chaosfolge wird. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wie lang die wird. Ich versuche es mal so ungefähr 20, 25 Minuten auf die Zeit auszurichten, aber natürlich ist das nicht so einfach, wenn man nicht so wirklich weiß, wie lang... Oh, fuck. Die Typen nerven auch abnormal. Okay, aber es juckt ihn nicht wirklich. Dann machen wir es anders. Dann heben wir jetzt immer die Schrotflinte, die... Oh Gott, sind das viele. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen Leben von denen. Aber die ziehen auch gut Leben. Dadurch, dass die nur 5 Leben pro... Gegner geben. Ach du Scheiße. Was für ein Camper. Ja gut. Kann man ja mal machen. Einfach in der Luft rumschweben. Als ob nichts gewesen wäre. Und können wir hier was machen? Nein, leider nicht. Aber ich finde es echt relativ gut gemacht. Dadurch, dass sie sich immer und wieder mal verstecken. Und natürlich werden da nicht nachher von allen Seiten Gegner kommen. Das ist ja natürlich aus der Luft gegriffen. Nice, Leute. Nimm es. Es wird dich stark machen, dir auf deinem Weg helfen, wenn du den Energiestoß überstehst. Krass, Leute. Erhöht Dauer auf die maximale Gesundheit. Rüstung oder Munition. Boah, Leute, das ist schon krass. Was ich halt schade finde, dass man beides einsammeln muss. Gesundheit und Rüstung. Aber Munition finde ich im Moment noch unnötig. Ich wäre fast sogar für Gesundheit. Gut, Leute, wir setzen es auf Gesundheit. Du hast reine Argent-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die restlichen Argent-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Okay, Leute, damit würde ich aber auch die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur die Folge doch nicht beenden.
Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Auch wenn der jetzt vielleicht ein bisschen... Ja, ich würde mal sagen, chaostechnisch richtig gut war, würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Also, ciao, Leute.